Oh, da hinten liegt was. Ah, nein, wir warten mal noch. Ich will mich erst mal umsehen. Ha, seht ihr? It was good. Oho. Nächste Vision, wa? Okay. Dass ich aber keiner über die Vision wundert, die sie da haben. Hm, ich hab da komische Visionen, aber hey, stört mich nicht. Gib her! Ich schlag das Fenster ein. Kein Problem, ich mach das. Okay, wenn du meinst. Das kann doch jeder. Nicht jeder. Ein Stein 5 Meter durch ein Fenster werfen? Das kann doch wirklich jeder. Lass wen anderen ran, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ich bin ganz entspannt. Ich sag ja nur. Bist du mal ruhig? Oh. Treffer! Du hast wohl doch das Zeug zum Baseballer. Glaubst du, ein Anfänger könnte so werfen? Scheint sicher zu sein. War ganz einfach. Irgendwas taucht wieder im Hintergrund auf? Nö. Warte mal kurz. Nein, du kommst nicht mit mir. Oh doch, du gehst nicht allein. Mit Schwierigkeiten komme ich ganz gut selbst zurecht. Ich brauche keinen Mann, der auf mich aufpasst. Immer mit der Ruhe, ja? Ich soll überreagieren und das sagt ausgerechnet John, unsere Diva? Nee, versteh schon. Der Professor ist etwas zu weit gegangen. Etwas? Er ist ungefähr so viel zu weit gegangen, dass er ein Visum braucht, um zurückzukommen. Was ist da wirklich passiert? Klingt schlimm. Diese Frau tauchte plötzlich auf und sah aus wie ich, bis aufs Haar genau. Fremde Kleidung und Wortwahl, aber sie war ich irgendwie. Was meinst du, Leute, die aussehen wie du? Ich habe keine Ahnung. Ich verlasse diese gottverdammte Gegend, wenn es irgendwie geht. Du kannst gern mitkommen. Du hast etwas gesehen. Das merke ich doch. Ich will nicht drüber reden. Ich will diesen Ort ganz weit hinter mir lassen. Da vorne steht jemand. Warum sieht das keiner? Was war das? War bestimmt gar nichts. Das kauft keiner, kein Wunder. Wer will schon Land in dieser gottverlassenen Stadt? Land zu verkaufen. Warum die Schule wohl geschlossen ist. Vergiss das mal. Selbst wenn du es schaffst, ich werde dir nicht folgen. Gilt für uns beide. Ich mochte Schule nie. Verschwinden wir.
Vielleicht habe ich vorhin ein wenig übertrieben. Hier lang zu gehen scheint jetzt keine gute Idee zu sein. Der Professor ging wirklich zu weit. Das stimmt schon. Aber wir kommen hier schon raus. Wirst sehen. Das hoffe ich doch. Wir schaffen das. Wir finden einen Weg. Der Akku hält auch lange. Dafür, dass er an, aus, an, aus macht. Little Hope, 1692. Little Hope Brücke. Spielplatz! Da hinten liegt was. Es sieht ein bisschen bedrohlich aus, das Kinderbild. Na. Hängt er gerade echt zwischen ihren dünnen Hinterteil fest? Der hängt gerade echt an ihrem dünnen Hinterteil fest. Fettshaming! Da drüben! Hey, geht's dir gut? Wer bist du? Was machst du hier? Irgendwas ist an dieser Sache echt faul. Ist das Kind, das du vorhin mit Andrew gesehen hast? Sie hat was anderes an. Geh nicht so nah ran. Holt mich her! Das ist gerade nicht passiert. Schrei jetzt. Er soll mich nicht kriegen. Wovon redest du? Geht weg, sonst findet er mich. Komm heraus, Mary. Ich weiß doch, dass du dort bist. Bitte! Nein, lass mich los! Ich lasse dich los, wenn du versprichst, unser Geheimnis zu bewahren. Deine kindischen Spiele sind lästig. Du wirst mich respektieren und du sagst nichts. Nein! Loslassen, sofort! Welcher Zauber ist es? Ich bin bis ins Mark erfroren. Ich habe nichts getan. Amy ist die Zauberin. Sie ist im Bunde mit dem Teufel. Ich sah sie im Wald mit ihren Teufelsdienern. Ich bin unschuldig. Ich erfahre die Wahrheit so oder so. Du kommst mit mir, Kind. Danke euch vielmals. Sei still, Kind. Weiß jemand, was gerade passiert ist? Ich habe versucht, das Mädchen zu retten. Die Kleine beim Pastor, die habe ich mit Andrew gesehen. Es muss eine Verbindung zwischen ihr und der anderen geben. Ja, du hast recht. Ich verstehe es nicht. Wir müssen weg hier. Weit weg. Richtig. Gehen wir.
So, Sushi ist vernichtet. Und noch eine Zukunftsversion. Okay. So wird sie sterben, wenn wir sehr schusslich sind. Mal sehen. Schön, dass du da bist. Oh, schön, ja? Klang nicht danach. Hier können wir nicht lang. Vielleicht ist da jemand. Vielleicht gibt's Hilfe. Gehen wir hin. Kann ich helfen? Oh oh. Ich helf dir. Oh oh. Ich glaube nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Da ist kein Weg. Wo er auch hinführt, er ruiniert mir die Schuhe. Muss irgendwo hinführen. Ich weiß nicht, das ist nicht mal ein echter Weg. Oh, da liegt was. Das hier war wohl mal ein Laden oder so. Die Demo hat nichts gebracht. Stoppt die Schließung der Revenant-Fabrik. Okay. 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 Ich will mich erstmal ein bisschen umsehen. Ihr kennt mich ja. Hier drüben, schau mal. Die Carvers wollen die unleserlich Fabrik schließen und das Land verkaufen. Unleserlich Entwicklung. Unleserlich, das würde darin resultieren, dass unleserlich und die Community schwindet, also die Gemeinschaft schwindet. Die Union hat ein Angebot hinterlegt, um die Fabrik und unsere Stadt zu retten. Bitte unterschreibt unsere Petition, um die Carver-Familie zu überzeugen, dass sie das Angebot der Union annehmen und ihre Entscheidung überdenken. Fragt um Details bei den Mitarbeitern im Postbüro oder in der Stadthalle. Die Bürger für Little Hope und Tlois Lokal 618. Tlois. Okay, hier ist nichts. Lass uns woanders lang. Gibt's hier mehrere Wege rein? Was machst du da? Hilf mir mal schieben.
Ernsthaft? Es geht nicht anders. Oh, wenn's denn sein muss. Und was hat das dann hier mit auf sich? Und jetzt? Hilf mir hoch. Ich will auf die Treppe. Wenn's denn sein muss. Echt jetzt? Du willst da rein? Ich geh rein, seh mich um. Ist die Luft rein, mach ich die Tür auf. Ich weiß nicht. Hier draußen allein zu warten, gefällt mir nicht. Ist schon okay. Angela ist doch bei dir. Aber mach da drinnen keinen Sonntagsspaziergang. Ich komm gleich. Gerade dann machen wir den Sonntagsspaziergang. Gerade dann, wenn die Ladies das so wollen. Brauch dein Handy. Wofür? Licht. Ist dunkel da. Bitte beeil dich. Wirf's her. Mensch, hab ich einem Schwein. Ich bin in der Regel bei Quicktimes nicht so gut. Bin drin. Alles gut? Glaub schon. Benachrichtigung der Schließung, effektiv am 28. Juni 1975. Wir möchten euch darüber informieren, dass am Samstag, den 28. Juni, der Laden schließen wird. Traurigerweise, können wir nicht weiter Handel betreiben und müssen, da die Fabrik geschlossen wurde. Jedoch, Whiteman Mart wünscht euch, was? Jedoch dankt Whiteman Mart allen Gästen für ihre Unterstützung in all den Jahren. Euerst J. Schmidt und euer Lash, General Managers. Steht hinten noch was drauf? Richtig, das habe ich gar nicht nachgeguckt. Oh. Okay, Waren zu entfernen. Snacks, Magazine, Alkohol, kann elektrische. Okay, und Waren. Verschiedenes. Ich denke mal, das, was nicht ausgekreuzt ist, werden wir hier vielleicht noch finden. Okay, hier kommen wir dann wohl runter. Geht's hier rein? Ja, aber hier kommen wir nicht runter, okay. Will einfach nur sicher gehen, dass ich nichts verpasse, ne? Okay, hier kommen wir noch rein. Kann ja sein, dass wir doch noch was finden. So wie zum Beispiel Didde. Heißt das, wir können hier drinnen ein Messer finden? Und Ditte. Ich glaube, ich muss gleich nochmal umstellen. Lokaler Minister festgenommen. Ein Minister, ja, ich muss nochmal umstellen. Tatsächlich. Was ist, kann ich das nicht lesen? Ich habe heute nämlich keine Lust auf Übersetzen. Ich bin heute ein bisschen faul. Ich hoffe, das ist okay für euch. Nein, nimm. Greif zu, Buddy. Ach, ortsansässiger Pastor. Das hätte ich vom Minister nicht rausgefunden. Ortsansässiger, also datiert 28. Oktober 1973. Ortsansässiger Pastor verhaftet. Ein Pastor der Diözese Pleasant River
wurde nach Beschwerden von besorgten Eltern über sein Verhalten verhaftet. Die Verhaftung folgt jüngsten Enthüllungen, dass der Pastor angeblich eine satanische Messe abgehalten haben soll. Ein Augenzeuge bestätigt, dass der Pastor der Kirche St. David's in Little Hope keinen Widerstand leistete, als er aus seinem Haus eskortiert wurde. Captain Daniel McGuire bestätigt, dass Revenant Leonard Carson 42 in der Polizeidienststelle Little Hope in Gewahrsam gehalten werde und auf die Anklage warte. Ein Sprecher der Kirche St. David's kommentierte, »Ich habe dem Pastor nie etwas Anstößiges tun sehen. Sein Interesse an Hexerei war rein akademischer Natur und er hat Eltern häufig vor den spirituellen Gefahren des Okkulten gewarnt.« Ein weiteres Mitglied der Gemeinde, das anonym bleiben möchte, behauptet, dass der Pastor sich keines Fehlerverhaltens schuldig gemacht habe. »Dieses Kind ist bekannt dafür, ständig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen zu wollen, und ich bin mir sicher, dass es sich die Geschichte nur ausgedacht hat.« Andere Mitglieder der Gemeinde waren derselben Meinung. Reverend Carson war ein guter Mann, ein gottesfürchtiger Mann, teilte uns eine dreifache Mutter mit. Ich glaube einfach nicht, dass er zu solch einer Tat fähig wäre. Er war gut zu unserer Familie. Diese Anschuldigungen sind Lügen. Das Büro des Bezirksstaatsanwaltes war nicht zu erreichen. Das Büro der Diözese Pleasant River teilte uns auf Anfrage mit, dass der Bischof keinen Kommentar abgebe, aber dass ein Diakon und so weiter. Okay. Hallo? Ist da jemand? Hör auf, Däumchen zu drehen und mach endlich die Tür auf. Bleib doch mal geschmeidig, Gürt. Oh, verdammt. Sorry. Ich war ein bisschen erschrocken. Es kam halt gerade ein bisschen unerwartet. Hallo? Wer ist da? Wie kommst du überhaupt hierher? Außen herum, durch den Zaun. Also bin ich umsonst hier reingeklettert. Das Loch im Zaun war ziemlich klein. Zu klein für dich. Wie ist es da drin? Hab Gesellschaft. Von einer Nagetierfamilie. Ruhig. Die sehen satt aus. Geh nach vorn. Wir treffen uns da. Beeilst du dich mal? Wir wollen irgendwann hier weg. Geh klar. Ich glaube, das Gruseligste an dem Spiel bisher sind die Personen, mit denen man unterwegs ist. Moment, bin gleich da. Ganz ruhig. Ich komme ja. Bleibt doch mal cool und macht mal low. Nicht mal. Nicht erschrocken. Angela, was zum... Die Tür ist versperrt. Das ängstigt dich. Sprich, was ist es? Sie kommen mich holen. Beruhige dich, Weib. Wer kommt dich holen? Es gibt Gerede. Bezichtigungen. Bezichtigungen welcher Art? Es heißt, ich sei mit dem Teufel im Bunde. Ich sei der Hexerei schuldig. Bloß unsinniges Gewäsch. Wer spricht solches? Ich kann es nicht sagen.
Bleibt, wo ihr seid. Schön. Aber was ist hier los? Wieso bin ich hier? Und wo zur Hölle ist hier? Schreibt still! Wisst ihr von den Gerüchten über mein Weib, Amy? Gerüchte? Öffnet die Tür, Joseph. Sofort. Genug der Torheiten. Sagt mir alles, was ihr wisst. Ich habe ein kleines Mädchen gesehen. Erzählt von ihr. Bei ihr war ein Pastor. Reverend Carver, der jetzt vor unserer Türe steht? Mary. Ach, was, Mary. Mary? Mary sah mich gestern im Walde. Ich ging allein meinem Tagwerk nach. Es ist noch nicht alles. Mein Tadel missfiel ihr. Vielleicht schmähte sie mich. Sie ist böse. Die Gerüchte sollen Marys Werk sein. Sie ist ein schwieriges Kind, sicher. Aber nicht böse. Joseph, öffnet oder es ergeht euch schlecht. Stellt euch nicht gegen uns. Was können wir tun? Ich kläre das. Du hast mein Wort. Lass sie nicht herein. Reverend Carver, Marshall. Ich habe ein rechtsgültiges Dekret für Amys Verhaftung. Mein Weib tat nichts Falsches. Eine Zeugin hörte sie in Zungen reden. Wer ist diese Zeugin? Mary. Das Wort eines Kindes verdammt mein Weib. Begebt euch in die Hände des Marshalls zu eurem Wohl. Dann gehe ich mit ihr. Ich lasse sie nicht allein. Solches Tun wird eurer Gemahlin nicht helfen. Vertraut dem Recht. Fürchte nichts. Ich werde diese Sache klären. Habe ich jetzt was richtig gemacht? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Wo zur Hölle warst du? Du siehst ja ganz verstört aus. Du hast noch was gesehen, oder? Das glaubst du mir nie. Da waren zwei, die aussahen wie der Professor. Und Angela. John auch? Tja. Angelas Zwilling wurde verhaftet. Angeblich war sie eine Hexe. Die gruselige Kleine hat den Pastor eine Amy genannt. Darum wurde die Frau verhaftet. Das ist lächerlich. Es gibt keine Hexen, gab es noch nie. Wer macht denn solche dummen Anschuldigungen? Diese Amy, die ist ja dann wohl erledigt. Oh. Wir haben's verbockt. Anstatt diesen beschissenen Ort zu verlassen, sind wir wieder mitten in der Stadt gelandet. Leckerlis kriegt er, wenn er dann wieder runter ist, Freya. Und die vom Vorhins hat er auch noch gekriegt. Was meinst du? Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Sehr gut. Wir werden bald aus Little Hope raus sein, während die anderen immer noch im Wald herumirren. Was ist? Ja, das Ganze hier kommt mir seltsam vertraut vor. Kleinstadtpolizeigebäude sehen alle gleich aus. Irgendwo muss hier ein Telefon sein. Ich hoffe, die haben nicht überall ein funktionierendes funktionierenden Kaffeeautomaten. Ich hoffe, wir kriegen keinen Ärger für den Einbruch.
okay. Dass er jetzt so gebückt stand und sich plötzlich erhoben hat, ja, das hat mich dezent erschrocken. Das war jetzt aber auch das Einzige. Spannend. Alter Hexenkerker gebaut, 1684, abgerissen 1783. Ich habe vergessen, wieder auf Englisch umzustellen. Warum sagt mir das keiner? Sorry, Vince. Während der im Jahr 1692 stattfindenden Hexenprozesse in Little Hope wurden viele der Beschuldigten hier eingesperrt.